Servus Leute, hier ist wieder Boompa und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empire Total War mit Russland. Ja, ich habe mir jetzt einfach mal kein Thema für diese Folge vorgelegt, weil ich einfach mal nur Bock hatte zu zocken. Und mal hier irgendwo nichts speziell anzusprechen, sondern einfach mal gemütlich wieder eine Runde einfach so zu spielen. Ja, ich habe gerade zwischen den beiden Folgen, also zwischen der letzten, gestern und der heutigen Folge, habe ich ein kleines Päuschen gemacht. Und in der Zeit habe ich mich mal so ein bisschen umgeguckt über ein Spiel, das ich mir holen möchte. Es nennt sich The Crew und ist ein Rennspiel. Ich kann nicht mal sagen, dass das an irgendein Spiel angelehnt ist oder so. Es ist halt einfach ein Spiel. Viele bezeichnen es auch als Forza Horizon 2 oder so. Aber, hey. Gut, ich hab Forza nie... Forza habe ich mal gespielt. Aber nie wirklich intensiv oder so. Okay, richtig geil ist schon mal an dieser Stelle, dass wir die Hauptstadt auf jeden Fall dann besetzen müssen. In der Zeit können wir dann mal gemütlich vorbeilatschen und so, ne? Moment, was war eigentlich nochmal? Die Hauptstadt war ja eigentlich da... Satara, ne? Wo ist denn eigentlich Neu-Delhi? Was ist das heutige Neu-Delhi hier eigentlich? Sollte man in Geografie mal aufgepasst haben, ne? Ja, ich glaube, da werde ich dann mal später einfach beim Nachbearbeiten dann so einen kleinen schönen Kringel machen, wo ungefähr Neu-Delhi denn dann ist. Ja, erstmal gemütlich gähnen. Ja, Leute, das ist nur nochmal zur Information. Das ist bereits die dritte Folge und wir haben gerade mal 8 nach 11 morgens. Ja, ich bin mal heute gemütlich um 8:30 aufgestanden. Das bockt, mal ernsthaft, das bockt sich richtig, früh aufzustehen. Leute, macht das. Das ist geil. Heilige Scheiße, Mann. Sei ruhig da draußen, Kackwind. Hab jetzt keinen Bock auf dich, ey. So, wie sieht's da aus? Da wird ordentlich hier geforscht. Schrapellladung. Das Einzige, wo gerade nicht geforscht wird, ist an Philosophie, an Aufklärung. Aber das lasse ich auch noch mal ein wenig. Wo ich vielleicht ein bisschen mehr forschen könnte im Vergleich hier zur See. Ich meine, wieso forsche ich so viel an der See? Ich habe kaum Schiffe, ey. Wir könnten jetzt keine fette Flotte aufbauen, weil wir nämlich noch kein dampfbetriebenes Trockendock haben. Deswegen habe ich keinen Bock und ich werde weiterhin schön brav dann nur schwere erste Klasse und so einen Scheiß machen. Weil ich muss ja nicht irgendwie gegen Abonnenten oder so kämpfen. Deswegen muss ich da einfach nur mit bloßer Gewalt draufholzen. Das geht schon irgendwie gut. Gehen wir einfach mal gemütlich in die nächste Runde. Und wie gehabt... Wie ich damals schon immer diese Probleme hatte, in diesen Zwischenscreens wusste ich dann immer nie, was ich labern soll. Dann habe ich mir meistens, wie ihr hören könnt, so ein schönes Glas Wasser eingeschenkt. Hab die Flasche wieder zugeschraubt, stell sie wieder hin, guck auf meine leere Kaffeetasse neben meinem Schreibtisch. Ja Leute, ich habe hier oben gefrühstückt, deswegen steht da auch noch die leere Müslischale davor. Und nehme ein gemütliches Schluckchen Wasser. Ja, hinter mir liegt dann auch noch mein Handy. Ihr könnt das Ganze bitte schneller machen. Ich muss ja jetzt hier über nichts reden oder so. Wo geht das Maratenreich hin? Also Leute, ihr bleibt mal klein, ne? Nur... Wo laufen die hin? Da sind gerade Truppen gelaufen. Ah, okay. Das waren... Die waren da. Die wollten ihr Gebiet wieder haben. Aber ich weiß nicht genau jetzt, wo die hingehen. Und es macht mir ein bisschen Angst. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt hinlatschen oder so. Ach ja, stimmt. Wir können ja jetzt unsere Truppen da abziehen. Wir haben ja jetzt den Barbareskenstaat. Ach du heilige Scheiße. Was haben wir denn bitte für einen Kanzler, Mann? Leute, was geht... Der Wahlkampf ist beendet. Wer wählt denn so einen Lappen? Leute, für alle die vom Handy zuschauen, ihr könnt es nicht sehen, aber
Wladimir Grandchef, Kanzler, minus 2 Prestige, minus 10 Diplomatie und minus 8 Wirtschaftswachstum. Der Kerl hat einen Stern. Nee, 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 das sehe ich nicht ein. Minister. Ach, Moment. Ah, aber der Präsident bleibt derselbe. Trotzdem, es geht gar nicht. Neuwahlen! Scheiße. Nein, jetzt habe ich so einen Lappen da. Mein Wirtschaftswachstum ist ungefähr mal für einen Arsch. Aber na gut. Hauptsache, es sinkt nicht oder so. Ja gut, aber durch die Minister ist es noch einigermaßen geregelt. So. Oh, geil, da ist mal wieder dieses schöne Feld an der Seite hier verbuggt. Richtig schön. Ich würde den gern entlassen, diesen Drecksminister. Da, kick! Danke. Da muss ich halt leider eigene Initiative ergreifen. Aber der Kanzler kommt mir nicht ins Haus, damit das mal klar ist. Neue Fraktions... Oh, sehr schön. Eigenschaften erhalten. Ja, minus 2 auf die Unterklasse. Jawohl. Minus 1 auf die Unterklasse. Jawohl. Minus 1 auf die Unterklasse. Yes. Alle werden wieder rebellieren. Das mag ich doch. Fickt euch einfach, ihr Dreckswichser. Ernsthaft, das geht doch mal gar nicht. Aha. Trotzdem haben wir 0 Minus oder so. Ist sogar noch besser als vorher. What the fuck? Was geht denn ab hier? So. Besteuern. Geht nicht. Scheiße. Also. Webstätten. Und jetzt lauft, Leute. Besetzt diese Stadt. Abonnenten. Macht was. Sehr schön. Ich würde trotzdem ganz gern wissen, wo dieser fette Balk an Truppen hingelaufen ist. Da ist doch hier mal ein Trüppchen vorbeigelaufen. Okay, die müssen ja irgendwo hin sein. Die müssen irgendwo hier in diesem Gebiet sein. Und ich habe keine Ahnung wo. Da sind ein paar, aber die müssen dann auf jeden Fall hier vorbeikommen. Die könnten hochlaufen. Aber das wäre natürlich selbst ein bisschen dämlich. So, jetzt geht ihr mal bitte hier hoch. Ihr rekrutiert. Oh. Okay, Kolonialmiliz. Aber was haben wir denn hier noch so? Kapitulation. Danke. Müssen wir hier null kämpfen oder so. Wow, Alter. Heeresrat ist es ja hier schon. Geil. So, und Heeresakademie dann jetzt noch. Zack. Pionierakademie, da habe ich ja dann eigentlich schon alles. Die haben hier die Städte ordentlich ausgebaut. Kann man nicht sagen eigentlich. Kompaniekavallerie. Die haben gut ausgebaut. Das muss man ihnen lassen. Die sind, glaube ich, schlechter als die normalen. Also, ich kann hier gar keine anderen Linieninfanteristen ausbilden. Ist ja scheiße. Egal. So, einmal eine Kolonialmiliz. Die wird hier oben dann bitte auch gebaut. Gebaut vor allem, ne? Zack. Königliche Güter. Eine Webstätte. Und dann passt das. Hier hinten passt es auch. Wann kommen denn... Ach, ja, da, die da hinten. Die laufen noch ein bisschen so hinterher, ne? Mit denen wird es dann relativ lustig. Da müssen wir dann auf jeden Fall zwei ausbilden. Ah, genau. Infrastruktur. Oh Gott, die haben nicht mal einfache Straßen gehabt. Die haben hier nix. Die haben ja einen kleinen Weg, aber fertig. Das war es dann. So, und jetzt, um jetzt weiterzukommen. Das Maratenreich hat natürlich so eine perfekte Linie für mich jetzt gebildet. Das ist natürlich richtig scheiße. Jetzt muss ich auf jeden Fall die Hauptstadt erobern. Das heißt, in der Zeit wird eine andere Stadt zur Hauptstadt. Super. Das ist natürlich genau das, was ich wollte. Nicht. So, Mysore ist jetzt natürlich noch so ein Ding. Das ist, naja gut, das ist relativ egal. Südafrika, hier kann man ja relativ easy erobern. Was haben wir hier? Ein Trockendock. Alter! Linienschiff zweiter Klasse. Boah, also in Sachen Flotten brauche ich mich da nicht mit denen anlegen. Definitiv nicht.
Definitiv nicht, ey. Smaragdenreich ist da auch hilflos unterlegen. Pavillon der Wunder. Nett. Was haben denn die hier drin so? Observatorium des. Die haben, glaube ich, auch so ein indisches Observatorium da drin stehen, oder? Ja. Sieht ungefähr gleich aus. Gut. Ja, was machen wir dann? Puh, wir können jetzt weiterlatschen. Wenn's die Provinz erlaubt, sie tut es, dann latschen wir einfach mal weiter. Baumwollhütte. Ich würde einfach sagen, wir gehen da jetzt rein. Die sollen uns gefälligst angreifen. Da können wir ja auch ein bisschen was entgegensetzen. So, einmal von Steuern befreien. Oh Gott, jetzt steht die Stadt erstmal wieder völlig leer. Hehehe, Baumwollweberhütte. Oder? Heißt das so? Baumwollwebhütte, ja. Hier ist auch gemütlich erstmal was drin, ja. Also die Vorherrschaft war in Indien ja eigentlich sehr früh entschieden. Und jetzt irgendwie? Jetzt schwankt es so ein bisschen. Wasserbetriebene. Da wird es auch gerade zu Wasserbetrieben ausgebaut. Moderne Universität, die muss auf jeden Fall abgerissen werden. Wobei, wir haben hier Lustgärten. Gut, okay, wir haben natürlich das Problem, dass wir bereits sehr gut aufgeklärt haben und so. Das heißt, Hauptstadt wird eh sehr schwer zu halten sein. Andererseits, so eine moderne Universität, die kann echt gut forschen. Also, da ist schon relativ gut was. Aber okay. Widerstand gegen Fremdbesetzung geht hier. Boah, Alter! 6,7% Wachstum. Einwanderer, Alter, Einwanderung aus Haupt. Kann das sein? Oh Gott, Leute, habt ihr gerade dieses Ding, Ding gehört? Ich habe da zwar ein bisschen drüber gelabert. Ach du Scheiße, nein! Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, was ist denn jetzt mit dem falsch oder so? Vor ein paar Folgen hatte ich ja erwähnt, an dem Samstag, wo ich keine Folge gebracht habe, sondern diesen komischen Test-Livestream, wovor ich mich nachträglich immer noch entschuldige, gemacht habe. Oh Gott, dieser Kühlschrank ist jetzt im selben Raum angeschlossen. An Stromnetz. Dieses Bobbing ist genau dann gekommen, als der wieder angefangen hat zu kühlen. Weil ihr müsst euch vorstellen, das ist so, der hat jetzt eine gewisse Temperatur per Regler vorgegeben und die kühlt er, bis er da ankommt. Dann, wenn er die Temperatur erreicht hat, schaltet er sich aus. Dann wird es wieder ein bisschen wärmer. Nur ganz, ganz langsam halt. Aber dann wird es wieder kühler. Das ist halt wie ein Kühlschrank funktioniert. Jedes Mal, wenn dieses Drecksding jetzt wieder anfängt zu kühlen, dann macht es immer düding, düding, als ob mein Rechner diesen Dreckskühlschrank erkennt. Oh Gott, heilige Scheiße, Mann. Das kann nervig werden. Das kann richtig nervig werden, glaube ich. Was zum Teufel? Was geht denn jetzt schon wieder hier ab, Mann? Widerstand gegen Fremdbesetzung. Immer noch so groß. Alter, Leute. Was ist los mit euch, Mann? Jetzt muss ich schon wieder Linieninfanteristen zurückstellen. Weil Köln mal wieder rumbockt. Köln bockt immer rum. Das hatte ich schon bei Bayern, dass die rumgezickt haben, immer. Das hatte ich schon bei Bayern. Jetzt ist es auch hier. Hier Regierungsform. Ich meine, wir haben hier ganz normales Zeug. Also kein Minus oder so durch Regierungsmitglieder, kein Plus durch Regierungsmitglieder auf beiden Seiten. Abwanderung zu den Kolonien. Das ist schon krass. Also die Abwanderung, die ist enorm. Hier auch Kabul.
Ja, toll, da bocken's jetzt auch wieder rum. Nee, da ist noch keine Einwanderung. Hier ist sogar Abwanderung. Ach so, die wandern jetzt gerade alle hier ab nach Punjab. Ach du heilige Scheiße. Kein Wunder, warum die ein Wachstum von 5% haben. Dass die dann jetzt unter Nahrungsmittelknappheit bald leiden, das ist ja dann wohl auch mal klar. Heilige Scheiße, ey. Was stellen die da nur an? Das geht ja gar nicht. Ja, ich kann schon wieder nur in die nächste Runde gehen, weil ich einfach keine Truppen hier habe, um mehr zu machen. Ich hab so verfuckmele Truppen, ey. Aber irgendwie reichen sie trotzdem nicht aus. Vor allem, wir müssen halt warten, bis die mal wieder dann sich reingeschnappt haben und bla und blö und bi und böse. Und was ich da gerade gesagt habe, weiß ich selber nicht so genau. Oh Mann, Persien bockt jetzt auch wieder rum. Wer genau bockt jetzt eigentlich alles rum? Bocken vielleicht die da oben auch noch rum oder was? Nee. 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 Ja, also so halb. So, Persien, zufrieden, brav. Oh Mann, ey, Mann, 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 Mamma mia! Geht da gar nicht, Mann. Die kann ich jetzt da auch nicht abziehen oder so. Geil. Aber der General ist gut. Der ist richtig gut, Mann. Mit denen muss ich dann auf jeden Fall hier angreifen. So, dann gehen wir jetzt einfach mal in die nächste Runde. Wir werden einfach. Die haben wir immer noch nicht testen können, unsere Schützenkavallerie. Und hier sind immer noch keine geteerten Straßen. Leute, baut schneller, dafür bezahle ich euch. Und wenn ihr das nicht schneller schafft, dann schafft Sklaven an. Leute, wir sind in Indien. Das geht schon irgendwie. In Afrika wäre es zwar noch leichter, aber jetzt zahlen die uns was. Gut. Aber irgendwie brechen die. Ich habe trotzdem die Vermutung, dass die sofort wieder brechen. Habe ich so eine dumpfe Vermutung irgendwie. Oh, wir hätten in der Zeit eigentlich sie angreifen können. Nee, hätten wir nicht, weil Köln ja wieder rumbockt. Na? Wegen euch. Da kann ich nie die Truppen richtig abziehen. Da muss ich jetzt wahrscheinlich so viele Einberufenen machen und danach wieder rausschmeißen. So, jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Jetzt mache ich mal ein bisschen langsamer. Jetzt würde ich mal ganz gerne wissen, wo die ganzen. Okay, Johanniter haut ab. Das ist eh ihr größter Fail. Da muss ein Handelshafen hin. Da muss einfach die. Da muss ein Handelshafen hin. Und die erste Provinz, die erobert werden muss, ist zum Beispiel Barbaren oder so. Ich habe mal. Berber, Entschuldigung. Der Barbarestenstadt oder so. Ich habe mal die Johanniter gespielt. Da waren die. Ach du Scheiße. Ja. Da wird gerade ein bisschen Rambazamba im Maratenreich gemacht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die eigentlich lässig angreifen könnten oder so. Die Stadt ist leer. Die könnten sie sogar zur Kapitulation zwingen. Ich meine, sie können sich ja gerade nicht wehren, aber. Ach komm, wer braucht das schon? Greift doch! Danke! Gut, ist vielleicht ein bisschen deproduktiv, dass ich jetzt gerade. Na, wobei? Wobei? Geht eigentlich. Ah, da oben ist ein Hindu. Ganz oben, wenn ihr in Richtung Hauptstadt guckt, da ist ein kleiner Hindu. Ja, jetzt ist er weg. Vom Maratenreich. Da war nämlich so ein kleiner. Ihr könnt ja nochmal zurückspulen und nochmal genau hingucken. Direkt neben der Hauptstadt des Mogulreichs stand ja ihr Gelehrter. Also so ein Edelmann, ne? Und ein bisschen weiter südwestlich stand gerade so ein, ja, Missionar, ein Hindu. Hinduistischer Missionar. So, Piraten. Fertig. Österreich. Och. Leute, guckt mal links. Natürliche, 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 natürliche. Natürlich ist das, sind das alles natürliche Ursachen. Alter, ihr könnt mich mal fett am Arsch lecken. Ah, wir haben. Oh, hier unten. Oh, was haben wir denn hier für ein feines Kerlchen? Na, der kann ja mal was, ne? Den können wir gleich mal hier an die Grenze schicken.
Nice, der Kerl hat's drauf. Arbeiter streiken in Afghanistan. Jetzt nicht mehr. Rekrutierungsbericht. Punjab und Kaschmir. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, zieht ihr euch mal zurück nach Kasuch und ihr geht da rein. Moment. Moment, wieso spacken die ab? Halt, stopp! Scheiße. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Wieso spacken die in Kaschmir hier so ab? Ich verstehe es nicht. Wieso spacken die hier so ab? Religiöse Unruhen. Ah, jetzt haben wir Regierungsminister minus 1. Dann haben wir irgendeinen so einen hässlichen Fatzke, der mal wieder sich denkt. Jetzt kann ich machen. So, orthodoxe Missionar. Hier ist einer gestorben. Dann haben wir noch einen orthodoxen Missionar. Hier oben. Ja, dass die jetzt alle langsam sterben, war vorhersehbar. Oh, die sind auf 100%. Nice. Dann hat er hier eh seine Arbeit erfüllt. Oh, geil. Wir können die ganzen Ackerländer ausbauen. Ja, dann bist du hier eh nutzlos. Du kannst jetzt irgendwo hinlatschen, wo es dir gefällt. Lauf mal hier unten in die Ukraine rein. Genau, Punjab, die haben wir. Baubericht. Persien ausbauen. Ja, die Folge hat ein bisschen Überlänge, ich weiß, aber das ist mir jetzt gerade relativ egal. Weil ich einfach gerade richtig Bock hab zu spielen. Ich glaube, man hört das auch so ein bisschen raus, so ganz, ganz leicht. Ist ja auch nicht so, dass ich das jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, die letzten Folgen oder so. Dass ich richtig Bock hab auf dieses Game gerade. Meine, es sind Ferien? Und wenn man in den Ferien nicht weiß, was man tun kann, will, da, dann ist man auf alles, was man gerade so stoßt und es Spaß macht. Richtig geil. Okay, der Lebemann ist auch tot. Und da ist ein General gestorben. Ah, boah, zum Glück, ey. So, Leute. Also, die Leute, nicht ihr da vor dem Bildschirm. Aber euch, werde ich jetzt dann auch bald. So. Fahrt ihr mal hier hin. So, und dann wolltest du ja in Österreich stationiert werden. Ja, können wir machen. Ich glaube. Oh, das mit Holland ist so ein Ding. Sobald ich die jetzt nämlich erobern würde. Würde. Warte, ich pack dich jetzt erstmal hier aufs Schiff. Also euch, ihr netten Trüppchen da. Und ihr werdet jetzt dann erstmal zurück nach Triest gebracht. Und von dort schauen wir dann weiter. Militärfortschritt, Kartuschen. Ah, okay, sehr gut. Hä? Wie können wir Trockenlegung mit Dampfmaschinen schon machen, obwohl wir noch nicht mal eine Dampfmaschine haben? Da. Ach so, einfache Dampfpumpe. Ah, okay. Gut, ja, macht mal einfach. Ihr werdet schon wissen, was ihr tut. Okay. Was haben wir denn hier sonst noch? Berber sind mal wieder hier. Unsere. Jetzt haben wir drei Protektor. Rate. Nice. Hehe. Und auch drei Bündnisse. Also ich würde sagen, wir sind sehr schön überlegen. Hier, wie sieht's da aus? Haben wir ja nur gerade schon geguckt, aber egal. Das einmal lieber einmal zu oft geguckt, das einmal zu wenig. Ja, und jetzt können wir noch die ganzen Bauernhöfe ausbauen. Das wird jetzt ein bisschen Arbeit. So, aber irgendwer wird jetzt hier sicherlich noch abspacken. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz, bevor ich die Folge beende, muss ich jetzt mal hier schnell nachschauen, wo denn jetzt die überall am Rad drehen. Da habe ich noch nicht ausgebaut. Da muss ich jetzt dann eh bald die nächsten Folgen werde ich jetzt oft genug dann nochmal durch die ganzen Provinzen durchgehen, wegen den ganzen Bauernhöfen und so. Aber ich muss jetzt einfach nur mal grob. Gut, dafür gibt es auch eine nette Übersicht hier. Politik. Aber die sagt immer das nur so ungenau. Ich meine, selbst Moskau ist inzwischen nicht mehr so gütig.
Das wird dann richtig lustig, sobald ich die Dampfmaschine habe und dann alles ausbaue. Oh, das wird dann richtig lustig werden. Da, ich meine, schaut euch mal das an. Das ist relativ ungenau. Allein wegen des Finnland. Wenn ihr hier guckt, ihr könnt ja den Mauszeiger nie sehen, aber ihr könntet das Quadrat jetzt da rechts sehen. Provinz Finnland, Besitzer Russland. Wird mir als gelb blinkend ange, also blinkend, weil ich da drauf bin, aber wird mir als gelb angezeigt. Das Lustige finde ich jetzt aber an der Scheiße ist, wenn ihr nach links guckt, sind sie beide grün. Deswegen muss ich da wirklich jede Provinz einzeln durchgehen, weil diese Drecksanzeige noch nie funktioniert hat. Naja, es gibt, sagen wir es so, sie funktioniert schon, aber mit vielen Ausnahmen. Kopenhagen. Wird Kopenhagen denn als grün gewertet? Die wird als nicht besteuert gewertet? Ach so, ja, Husum. Gut, okay. Verständlich. Köln? Hey, Köln macht mal hier keinen Stress. Das ist ja sensationell. Leute, Applaus! Applaus! Köln macht keinen Stress! Na, ist da gerade Fasching oder was? Was ist da los, dass die keinen Stress machen? Na gut, dann scheint ja noch alles relativ okay zu sein. Wir werden es ja spätestens nächste Runde merken, sobald es heißt Aufstände in, Arbeiterstreiken in. Und hast du nicht gesehen noch überall? Kaschmir, da muss ich die Truppen definitiv hin zurückverlagern. Das macht sonst keinen anderen Sinn. Andererseits brauche ich die eigentlich echt zum Erobern. Warte mal, geh mal kurz dahin. Ich guck mal. Boah! Wie schlecht haben die denn bitte ihre Hauptstadt bewacht? Heeresakademie, Pionierakademie, Präsidentenpalast. Aber wie schlecht haben die bitte ihre. Alter, die Hauptstadt ist ja null bewacht. Da haben die eine normale Einheit drin. Verdammte Scheiße. Belagern. Ja, wegen dieser einen Einheit, ne? Alter, die belagere ich jetzt. Das ist mir so scheißegal. Die belagere ich jetzt einfach. Okay, und die werde ich. Warte, nee, 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 nee. Wir haben hier hinten Truppen. Die können gemütlich da hochlatschen. Die sind dann nächste Runde da. Dann muss ich die nicht zurückschicken. So, jetzt ist vorbei. Wir haben hier fast wieder eine halbe Stundenfolge. Zum Glück haben wir Ferien. Da kann ich dann auch mal gemütlich ein bisschen hochladen. Und dann würde ich einfach mal sagen, war's das für die Folge? Was haben wir hier so? Ja. Wie lange dauert das? 4 Runden. Ja, ist ein bisschen lang. Ist so ein bisschen lang. Was haben wir hier? Oh, Freudenhaus. Ja, da können wir dann eigentlich schnell dann sogar hier raus. Ist ja geil. Dann können wir gemütlich dann hier schnell dahin. Die traditionelle Uni dann abreißen. Hafen. Toll, jetzt haben wir kein Hansa-Kommen mehr mit dem Mogul, ne? Mit dem Rat, meine ich. Ja, doch. Irgendwie schon. Protektorat von Georgien? Hä? Mit dieser Überraschung beende ich jetzt einfach mal die Folge. Das hätte ich jetzt irgendwo nicht gedacht. Wie haben die das denn hinbekommen? Aber na gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.